Und herzlich willkommen zur 40. Folge oder Folge 40 von dem Desaster Let's Play. Ha. Ach, Reminischen. Da kommt Freude auf. Wenn man mal bedenkt, wie viele Materialien wir gefunden haben. Mittlerweile haben wir wenigstens relativ viel Eisen, also ne, wenigstens einen Erfolg haben wir verzeichnet. Ah gut, ist ja auch der V4 Map Gen, gar nicht der Carpetin, von daher ist es hier sowieso nicht. Das war ja mit dem Carpetin Map Gen, also mein Carpetin Server und der Etherwheel Server, wo das so extrem arg ist mit Eisen. Aber auf jeden Fall, wie gesagt, Eisen haben wir jetzt mittlerweile echt viel. Ist eigentlich meine Tasche entleert oder haben wir noch irgendwas drin? Ne, Tasche nicht leer. Gut. Dann kommst du mit da rein. Du kommst auch noch mit rein. Du kommst auch noch mit rein. 67 Taler haben wir. Siehst du, ich müsste doch mal irgendwo so einen Shop aufbauen. Naja. So, die Frage ist, was machen wir zuerst? Verlängern wir den Weg oder fangen wir hier unten erstmal an? Ich fange am besten mal hier unten an Platz zu machen. Ich will da unten mal ein paar Bäume weghauen. Damit wir A, wieder ein bisschen Holz haben. Unsere Holzvorräte haben wir ja gerade ein bisschen geschmälert. Ich weiß gar nicht wobei. Gefährlichen Anvil. Ne. Dachte, ich habe so eine Werkbank hinzugefügt, aber dann scheinbar doch nicht. Ich könnte auch Werkzeuge reparieren, aber ganz ehrlich, warum eigentlich? Lohnt sich nicht. Ja, okay. Gut. Dann würde ich mal sagen, wir nehmen noch ein bisschen was mit. Kupferbarren brauchen wir nicht, Stahlbarren brauchen wir nicht, Silberbarren. Was brauchen wir am wenigsten? Echt schwer zu sagen, weil ich halt nicht weiß, was wir später für Technik-Smuts und sowas brauchen. Von daher könnten wir mittlerweile echt fast alles gebrauchen. Lied. Wisst ihr was, ich gucke doch mal nach, was dieses Lied bedeutet eigentlich. Ob das wirklich Sulfat ist, und wenn ja, was für ein Sulfat, weil Sulfat ist ja nur, ne? Achso, ich sollte vielleicht noch eingeben, dass es ein englisches Wort ist, oder ich es in Deutsch haben möchte. Ach ne, doch, da macht er Liedgenerator, nein, ohne Pluralstimme, ja, Band? So. Deutsch. Führen. Wir haben einen Führerklumpen geborgen. Okay, mache ich mal hier. Vielleicht das Blei. Ah. Das sind das also diese Dinger, die wir da erzeugen, also diese Batterien, sind dann quasi klassische Bleibatterien. Okay. Ja, gut. Blei, okay. Ja, gut. Siehst du, was wir auch noch gar nicht gefunden haben, fällt mir gerade auf, ist Uranium. Das gibt es ja auch noch. Und das haben wir auch noch nicht gefunden. Ab welcher Tiefe gibt es das denn eigentlich? Ich meine, ich habe nicht wirklich schon vor, einen Atomreaktor zu bauen, aber... Ist mir gerade doch so eingefallen, dass, weil ich ja letztens meinte, wir haben jetzt eigentlich alles gefunden, was so an Erzen gibt. Aber vielleicht dann doch noch nicht ganz so. Naja, und was soll's. So. Gut. Ich würde mal sagen, wir bauen uns jetzt einfach mal unsere Werkzeuge aus Stahl. Einfach mal, weil wir Stahl am meisten haben und auch am meisten finden. Genau. Dann bauen wir uns daraus jetzt ein paar Äxte. Beziehungsweise wir brauchen halt erstmal unsere Axt, die wir haben, auf.
Und dann gehen wir mal ein paar Bäume fällen. Da hinten das gesamte Gebiet möchte ich mal ein bisschen flach machen, damit wir da, wie gesagt, unsere Straßenkacke machen können. Ich könnte auch mal unser Feld wieder ernten. Ach nee, lass ich. So. Bäume. Am besten fange ich mal mit dem ganz großen Baum hier an. Der soll ja jetzt komplett wieder weg. Das war ja eher so. Ja, das wird ein Spaß. Uha. Gute Frage, wie lange das dauern wird. Ich habe sehr große Baum weggesaut, ein bisschen, ne? Wir hätten uns eigentlich. Nee. Eine Diamantaxt geht nicht. Wir haben gerade mal einen einzigen Diamanten gefunden und Mesa-Axt definitiv nicht. Was wir mal machen könnten, wäre eine Rainbow-Axt. Weil Rainbow-Ohr haben wir jetzt gefunden. Ganz ehrlich, wir brechen mal an der Stelle ab. Jetzt ist da oben das ganze Ohr noch. Oh. Wir craften uns einfach mal eine Rainbow Ohr. Einfach mal, um zu sehen, wie das Ding in der Praxis abgeht. Bin ich selbst mit auch ein bisschen gespannt. Weil das ist ja abgesehen von der Admin-Axt, abgesehen von Admin-Werkzeugen, ist ja Rainbow jetzt halt das overpoweredste, das stärkste überhaupt. Da. 13 Stück haben wir. Haben wir noch ein bisschen Kohle? Ne, klar haben wir Kohle. Das war eine dumme Frage. Ich liebe dumme Fragen. Bitte belassen Sie mich bei meiner. Achso, wir haben hier sowieso noch Kiefernadeln. Oh, okay, braucht doch länger zum Backen. Dann nehmen wir mal die Hälfte weg. Und packen das daneben. Oh, Silber. Alter, geht er noch. Mach dich in den Öfen drin. Was ist hier los? Okay, dann nicht so. Nee. Ach komm, Alter. Ich muss mal hier ein bisschen Arbeitsbeschleunigung machen. Das dauert ja ewig. So. Genau. Dann bin ich ja mal gespannt, wie das Ding dann abgeht. Spitzhacke lassen wir auch erstmal hier im Hintergrund. Das heißt, ich baue dann am besten eine Spitzhacke und eine Axt aus diesem Zeug. Das sollte dann erstmal reichen. Dankeschön. So. 1, 2, 3. Perfekt. 1, 2, 3. Perfekt. Boah, wie das aussieht. Ich mag diese. So. Daddy, das Rest packen wir erstmal hier wieder in die Kiste. Dankeschön. Achso, siehst du, das Zeug können wir auch gleich mal reinpacken. So. Dann sollte das jetzt mit dem großen Baum eigentlich innerhalb von Sekunden sich erledigt haben. Hoffe ich mal, dass die Spitzhacke so schnell ist. Denn ansonsten würde sie halt keinen Sinn machen. Aber doch, wahrscheinlich schon. So. Auf die Plätze, fertig. Oh ja, oh ja, oh ja, das sieht doch gut aus. Ja. Definitiv besser. Definitiv besser. Guckt euch diese an. Das geht ja ab hier wie Schmitz Katze. Das ist ja Träumchen. Der Baum verdünstet sich einfach direkt. Die ganzen Sachen mal runterfallen, finde ich voll süß.
So, die Krone ist schon fast weg. Easy. Ah, war doch gar nicht mal so schwer hier. Ah, also die Rainbow Axe hat es definitiv in sich. Aber so viel hält die gar nicht aus. Die ist jetzt schon zum Drittel aufgebraucht. Boah, Alter, zu mehr als ein Drittel durch ein. Für einen einzigen großen Baum. Huiuiuiui. Ist also zwar schnell, aber nicht stabil, wie es aussieht. Okay. Gut zu wissen. So. Alles weg. Sehr schön. Wir brauchen sie am besten einfach mal direkt einmal auf hier für den. Ne? Jetzt aufploppt alles. Oh, unser Inventar ist jetzt schon voll. Halleluja. Fängt ja gut an. So, die Bäume hier vorne, die beiden, nehme ich auch noch mal weg. So. Okay, die Dinger hier zum Beispiel, die gehen mit der Rainbow-Ding gar nicht schneller, sondern die gehen hier mit der Kupfer genauso schnell wie mit der Rainbow-Axt. Scheint also nicht alles schneller zu sein. Das heißt, diese kleinen Gebüsche, die machen wir am besten mal mit klassischem Werkzeug. So, jetzt haben wir hier schon ein bisschen eine ordentliche Lanzzunge. Oh, der Baum hier stört noch ein bisschen. Ich sterbe. Genau. Wir wurden gerade zugeschissen. Habt ihr das gesehen? So, dann haben wir nämlich jetzt hier vorne eine richtig schön große Fläche, die relativ frei ist. Hier so genau in die Mitte soll dann auch quasi dann irgendwie so die Kreuzung kommen oder ein bisschen weiter nach da hinten in die Richtung. Und dann, wie gesagt, geht eine Straße nach da, die geht dann hier so eine Mine rein. Von hier würde ich dann gerne den Weg haben, der von oben kommt. Wobei ich mir dann noch überlege, ob wir uns hier quasi durch den Gestein hämmern, quasi so schräg nach oben. Aber es dürfte zu steil werden. Ich bin eher dafür, dass wir hier so eine Straße bauen, die hier so am Feld lang geht, so schräg nach oben. Und dann quasi so bis zur Hälfte, dann wendet und dann halt wieder hochgeht, bis da oben irgendwie so. Und dann da halt reingeht, nach oben lang und dann. Nur wie wir das optisch hinbekommen, das ist mir noch ein Rätsel, das ist mir noch ein bisschen schleierhaft. Alternativ können wir es jetzt natürlich auch so machen. Wir machen es ganz anders. Wir gehen hier erstmal gerade lang. Gehen halt quasi hier bis, halt bis an die Felswand ran. Das schon. Aber wir bauen dann quasi hier einen Tunnel, der aber nicht nach gerade ausführt, sondern hier einmal so rechts rum und hier quasi den Tunnel rein in die Mauer, der dann halt so schräg nach oben geht, aber halt flach. Also nicht zu steil nach oben geht, sondern sich halt schön Zeit lässt, nach oben zu gehen. Gehen wir schon weit hinten in die Richtung. Und wenn wir dann irgendwann ganz oben rauskommen, dann binden wir quasi so seitlich an die Straße an, die dann da oben lang geht, die vom Spawn kommt. Wenn sich das jetzt gerade einer so vorstellen kann, wie ich das gerade erklärt hatte, ist er ein King, weil ich glaube mal eher nicht so. Auf jeden Fall brauchen wir dafür tatsächlich, da müssen wir eine ganze Menge arbeiten. Eieiei. Na gut, wir haben ja jetzt hier eine Rainbow-Spitzhacke. Aber wir bräuchten auf jeden Fall halt einen Anfang.
Vor allem haben wir jetzt halt schon die ganze Zeit gehämmert, wie so ein Bekloppter. Und jetzt wieder hämmern? Das wäre halt hämmerhart. Gut, ich räume erstmal hier auf. Wir brauchen nämlich irgendwie eine Landzunge, wo wir anfangen. Das heißt, der ganze Kack kommt mal weg. Auf der Höhe kommt ja nämlich hier die Straße lang. Also der kleine Weg ist ja keine richtige Hauptstraße, ist ja eher so ein kleiner Feldweg. Nun, bist du wieder voll? Ja, lecksen sie mal doch die Eier. Oh mein Gott. Definitiv zu viel Gerümpel. Definitiv viel zu viel Gerümpel. Der kann hier stehen bleiben, der kann hier auch erstmal stehen bleiben. Hier drauf kommt erstmal an, dass hier, oder liegen noch ganz viele Sachen drauf. So, das heißt, hier würde ich dann einbiegen und hier geht dann der Weg lang. Macht dann hier so eine Kurve und geht dann hier in den Berg rein und geht dann halt gerade sauber nach oben weg. Die Frage ist, aus A, aus welchem Material machen wir den Weg und B, wie breit soll er werden? Es soll auf jeden Fall keine Dreierbreite haben wie der Hauptweg, also wie, ne, wie der Weg, der vom Spawn direkt kommt, weil das ist ja quasi die Hauptstraße mit Dreierbreite. Die Frage ist, machen wir denn jetzt hier Einerbreite oder Zweierbreite? Einerbreite könnte halt kacke aussehen. Oder wir machen direkt einen Weg nur aus Compressed Cobble. Mal kurz. Nur aus dem kompletten Weg machen wäre vielleicht gar keine so schlechte Idee. Ich meine, für so eine kleine Nebenstraße reicht das vollkommen aus. Ich glaube, da machen wir das auch mal so. Ja, das heißt, ich mache einen Weg mit zweier Breite und zwar zwei davon nebeneinander. Was brauchen wir dafür? Bitte kein Cobblestone. Also bitte Cobblestone und nichts anderes. Ja, perfekt. Pflasterstein direkt, ganz normal. Geil. Na, davon haben wir zum Glück mehr als genug. Dann ist das quasi beschlossene Sache. Dann müssten wir jetzt nochmal nach Hause gehen. Oh, hier lagen noch Sachen rum. Okay. Kann ja mal passieren. So. Jetzt gehen wir ganz schnell nach Hause. Leeren wir nochmal unsere Taschen aus mit den ganzen Bäumen, die wir jetzt gerade hier, ne, abgeerntet haben. Also unsere Rainbow-Achse ist ja natürlich schon wieder gleich direkt fast kaputt. Das ist ja nett. So. Ja, direkt mal die Taschen ausleeren hier. Das ist ja definitiv von allem zu viel. Was? Wie sollen wir denn das hier bekommen? Erde mit Nadelwald? Wie haben wir den direkt abgebaut? Hä? Müsste das nicht zu normaler Erde werden? Ha. Da ist wohl noch ein bisschen verbuggt. Na gut, macht aber nichts. Taschen leeren. Da, da, da. So, dann gucken wir mal erstmal die ganzen Saplings hier, die wir ordentlich verstauen. Und alles, was nicht zur Kategorie Blätter gehört. Gut, der Rest ist alles Blätter. Dann packen wir das erstmal hier mit rein. Da, 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 da. So, und ihr kommt bitte wieder raus. Beziehungsweise nein, eigentlich du rein und jetzt gelingt schon am Arsch. So, und jetzt kommen die ganzen Blätter in unsere Blätterkiste. Ach, hier haben wir auch ganze Pflanzenzeug mit drin. Ah, super. Okay. Dann müssen wir das ganze Pflanzenzeug da wieder rausnehmen aus der anderen Kiste.
Dann sieht sie auch gleich mal ein bisschen ordentlicher aus. Die Saplings bleiben aber drinnen. Nur alles andere kommt halt raus. Achso, viel mehr war da gar nicht drinnen. Raus geht ja. Ach, da geht das ja. Ja. Übersehe ich gerade irgendwas? Selbst wenn, wäre es egal. So, so, easy. Gut. Compressed Cobble, das heißt, wir brauchen Cobble. Und zwar nicht gerade wenig, sondern eher ganz viel. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Oh, 3, 4, 5, 6. Oh. 1, 3, 4, 5, 6. Nein. Alles. Man bekommt immer nur ein einziger raus? Ach du Scheiße. Oh, das ist aber ganz schön teuer. Ja, holla die Waldfee. Das ist jetzt natürlich... Nee, komm, lassen wir erstmal... Erstmal gucken, wie viel... So, doch, komm, dann machen wir erstmal direkt hier. 1, 2, 3. Dann haben wir immer noch genug Cobblestone übrig. Für was wir auch immer... Für was auch sonst wir immer... Was? Egal. Für was auch sonst wir es immer noch... Ich habe reden verlernt. Alter Scheiße. Das ist echt... Das ist echt heftig. Ach komm, mal raus hier. Ist wieder rein. Oh. Das ist echt... Das ist ja ultra teuer. Damit hätte ich jetzt so nicht gerechnet. Ich meine, klar, komprimiert ist richtig. Das heißt also, es sollte schon kleiner werden. Aber Faktor 9? Ich meine, Cobblestone ist ja quasi Steingeröll, ne? Aber in Steingeröll hast du doch nicht ein Achtel Luft. Müsste ja aber sein, wenn du es offen deutlich komprimieren kannst. Also finde ich ein bisschen sehr teuer. Muss ich ganz ehrlich mal gestehen. So, unser Weg kommt hier auf der Höhe, kommt da an. Das heißt, das hier wird jetzt hier einmal einfach mal ausgetauscht. Ja, da ist unsere Schippe. Und ja, ich habe nichts dabei, um eine Schippe zu... Die mich jetzt verarschen. Es kriegt eine Krise. Ich krieg eine Krise. Ich heule gleich. Jetzt habe ich unser ganzes Eisen ausgepackt. So etwas kann auch nur einem super professionellen Ronny passieren. Uff da, du kleiner Mensch. Eisen. Wo ist unser Eisen hin? Bin ich jetzt gerade ein bisschen bescheuert geworden? Nani? Ja, sagen Sie mal, mein Herr, wo ist denn das ganze Eisen geblieben? Warum ist es da mit drin? Warum ist hier überhaupt alles mit drin? Was habe ich denn? Was zur Hölle? Was habe ich denn hier schon wieder gemacht? Jetzt habe ich hier alles reingeschmissen oder was? Oh Gott, was tue ich denn hier um Himmels Willen? Ist egal. Auf jeden Fall, du kommst da rein, du kommst da rein, du auch sowieso. Ja komm, so viele Stöcke brauchen wir definitiv nicht. Das klatscht uns nur das Inventar voll. So, das ist das, was wir brauchen. Stahlbarren. Da, genau. Hier ist unser Weg. Jutschen. So. Was wir dann früher oder später auch noch brauchen werden, ist eine Tischsäge. Da werden wir wahrscheinlich nicht drum rumkommen. Einfach damit wir auch mal eine richtige Straße bauen können. Was genau, das hier durch gerade. Und das da. Einfach mal aus dem Grund, weil natürlich das soll ein richtiger offizieller Weg sein und da möchte ich nicht mit irgendwelchen Stufen arbeiten, sondern schon, wie es sich gehört, ne? Mit richtigen Schrägen. So. Weg da. Tatsächlich auch immer die Dinger lösen sich automatisch nach einer gewissen Zeit auf, aber die hängen immer noch alle rum. Oh Gott, Alter, ich merke jetzt schon, wie viel wir davon brauchen werden.
Das wird scheiße heftig teuer. Oh mein Gott. Tja, da werden wir wohl doch irgendwo mal eine richtige Steinmine aufmachen müssen, müssenerweise aufmachen. Das heißt, wir werden natürlich einfach mal, um Ressourcen zu sparen, werden wir nur hier den Anschlussweg mit diesem richtigen Compressstone machen und dann hier die Kreuzung vielleicht auch noch. Also diesen Kreisverkehr um die Kreuzung drumherum. Aber die drei abzweigenden Wege, die machen wir dann schon direkt aus normalen Erde. Also aus normaler, ganz normaler Erde, ne? Weil, wie gesagt, das hier ist ansonsten einfach zu teuer. So, ihr kommt mal weg nochmal. Da hätte ich jetzt doch gerne mal. Weißt du was? Du stehst hier so mitten drum rum. Du kommst mal ganz kurz mal weg. Jetzt fragen sich bestimmt welche. Okay, Ronny, warum hast du das jetzt gemacht? Aber ich muss leider zugeben, das liegt an meiner Faulheit. Ich will nämlich jetzt einfach mal direkt hier eine Werkbank klatschen. Da. Oder brauchen wir wieder für die Werkbank wieder irgendwelches besonderes Holz? Werkbank, Werkbank, Werkbank. Achso, nee, ist ja so. Nee, man kann beliebiges Holz nehmen. Sehr schön. So, ein Metallding ganz oben rauf und dann haben wir schon eine wunderschöne Werkbank. Easy peasy. So, die klatschen wir jetzt einfach mal dahin. Du kommst da rein. So, was wir jetzt brauchen ist. Wir brauchen eigentlich nur zwei. Also hiervon zwei. Und dann kommst du mal dahin. Und dann brauchen wir von dem Gegenstück noch zwei. Erstmal. Andererseits kommt hier gleich noch eine Stufe. Dann mache ich die am besten auch gleich noch mit. Das heißt, hiervon nochmal zwei. Davon nochmal zwei. Easy. Rest bitte wieder zurück. Da kommst du auch mal wieder mit. Dankeschön. So und so. So und so. Perfekt. Und hier nochmal das Gleiche. So und so. Und so und so. Easy. Wo ist meine Schippe? Meine Schippe ist da. Da. Nice, da ist sie. So. Jetzt müssen wir gucken, auf welcher Höhe wir diesen Kreisverkehr machen. Wie groß der überhaupt werden soll. Ich würde hier einfach mal in der Mitte einmal diesen riesen Baum nochmal pflanzen und dann gucken, wie groß der wird und wie groß wir den Kreis drumherum machen. Das heißt, ja, klar, den Zeppelin hab ich jetzt natürlich nicht dabei. Ich klaue mir nochmal diesen großen Zeppelin. Doink. Tropensetzling? Nein, das müsste irgendwo so ein großer Tropensetzling sein. Großer Tropensetzling, wo bist du? Hallo? Ist nur normaler. Hä? Bekommen wir erstmal für den Baum nur normale Tropensetzlinge? Moment mal. Quatsch mal. Ach doch, da. Tropensetzling. Hervorstehender Tropensetzlingbaum. Was ist das für eine hässliche Bezeichnung? Okay, das heißt, wir müssen den tatsächlich selber bauen. Ist kein Problem, wir haben ja genug davon. Ist ja nur eine einmalige Sache.
So. Rest kommt wieder rein. Da, da und was auch immer. Und ihr kommt bitte hier auch raus. Ihr habt hier nichts zu suchen. Ihr kommt bitte auch mit in die Hauptkiste. Damit das hier bitte schön, schön geordnet ist. So. Jetzt fällt mir allerdings gerade auf, das Ganze wird auf jeden Fall nicht symmetrisch werden. Weil der Truppen, der große Truppensetzlingbaum hat ja irgendwo einen mittigen Kern. Da wir aber einen Weg haben, der zwei breit ist, können wir den ja schlecht in die Mitte setzen davon. Es wird also wohl oder übel ein unschönes Ergebnis werden. Naja, was soll's. Was sein muss, muss sein. Zur Not könnten wir hier in die Dreierbreite gehen, dass wir sagen, okay, ab dem Baum hier machen wir Dreierbreite. Macht das Sinn? Eigentlich nicht wirklich. Nee, komm, lassen wir. So eine Spielrenzchen haben wir nicht nötig. So, was wir allerdings nötig haben, ist Erde. Weil ich glaube mal, der Truppensetzlingbaum wächst nur auf normaler Erde. Davon gehe ich jetzt einfach mal aus. Vor allem ist die Frage, auf welcher Höhe machen wir das Ganze? Gehen wir hier echt noch einen runter? Ich würde nämlich fast sagen, nein, das macht keinen Sinn. Eigentlich doch. Gut, dann brauchen wir aber nochmal unsere Tischsäge. Dann müssen wir nochmal ein bisschen was machen hier. Hier brauchen wir ja zwei. Da und da. Und wo genau ist jetzt der Rest? Hallo? Wo ist jetzt... Was ist gerade passiert? Wo ist die restliche Compressed Erde? Compressed Stone? Wir hatten zwei Blöcke. Was ist gerade... Was zur Hölle? Was? Ist... Hä? Was ist gerade geschehen? Ist gerade die Mod hier ein bisschen amok gelaufen? Ich kann es mir gerade nicht erklären. Was war das? Wo ist unser Compress Cobblestone hin? Hä? Ja, sag mal, was zur Hölle? Wir hatten zwei Stacks Compressed. Habe ich. Nee. Was zum Geier ist gerade passiert? Ich hatte gerade. Compressed Cobble? Habe ich hier irgendwo Compressed Cobble gepackt? Was zur Hölle? Was zur Hölle ist gerade? Was ist gerade geschehen? Was ist gerade passiert? 5 GB. Oh, wir haben drastisch überzogen. Kann das sein? Ach, geht ja. So, was ist gerade passiert? Was ist gerade geschehen? Ja, wir hatten da einen ganzen Stack und wir haben hier noch 33 gehabt. Easy. Jetzt ist alles dahin gegangen. Ja, wieder zurück. Da kommst du auch mal wieder mit? Achso, das war schon. Ich mach kurz stumm hier. So, da haben wir noch einen ganzen Block. Ja, siehst du, wir haben einen ganzen 77er Stack hier oben. Und warum auch immer. Pupp, jetzt ist er weg. Was zur Hölle?
Also, ich weiß ja nicht, was da gerade geschehen ist, aber es macht mir tatsächlich gerade ein bisschen Angst. Okay, ich denke mal, diese Kreissägen-Mod ist ja wohl doch noch ein bisschen instabil. Oder es liegt in Kombination mit Unified Inventory. Kann ich mir aber. Es ist alles möglich. Ja gut, das heißt, ich werde mir dann nochmal 77 Compressed Cobble wieder zurückgeben als Administrator. Packe ich dann einfach irgendwo unauffällig in die Kiste rein. Ja, das war dann wohl ein Bug. Interessant. Gut. Auf jeden Fall, damit beende ich dann auch mal die Aufnahme für heute, die vier Aufnahmen. Dann sehen wir uns also morgen dann wieder. Dann aber wieder mit Compressed Cobblestone. Weil 77 Cobble einfach so verlieren wegen dem Bug ist natürlich, ne? Ist ja richtig scheiße. Das ist jetzt ein bisschen blöd. Vor allem, wenn es mir passiert, okay. Aber wenn es jetzt auch noch anderen Spielern passiert. Stell dir mal vor, man hat irgendwie gewesentlich einen Stack voll gewesentlich Diamantblöcken. Ja? Und der verschwindet einfach mal so. Ah, ah ja. Schau mal drauf.